wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückgeht, ist er in tödlicher Gefahr. Ron, schau! Schnell! Warte auf mich! Los, Ron! Harry! Ron! Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde von nah und fern, zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf meinem Kanal für die PlayStation 2. Und kleiner Funfact am Rande, nicht aus dem Jahre 2004, 2005, sondern aus dem Jahre 2002, was deswegen besonders ist, weil Teil 1 für die PlayStation 2, also Harry Potter und der Stein der Weisen, aus dem Jahr 2003 war. Sprich, dass der zweite Teil vor dem ersten Teil für die PlayStation 2 umgesetzt wurde. Was schon so ein bisschen seltsam ist, oder? Aber ich finde, das ist ein interessanter Funfact. Ob man das dem Spiel ansehen wird, wir werden es uns heute in der allerersten Folge mal anschauen. Und ich lade euch wie immer ganz herzlich ein, mich bei diesem Let's Play hier zu begleiten. Ich bin schon mega gespannt und habe auch schon gehört, das soll eines der besten Harry Potter Spiele überhaupt sein. Ja, deswegen Leute, meine Erwartungen sind dementsprechend hoch. Ich drück mal auf neues Spiel und wir gucken, was passiert. Interessanter Ladebildschirm auf jeden Fall schon mal. Upsi, Bruchlandung. Willkommen im Fuchsbau, Harry. Könnt ihr euch vorstellen, welche Sorgen ich mir gemacht habe? Die Betten leer, aber keine Nachricht, der Wagen weg, vielleicht gegen einen Baum gefahren. Ich werde fast verrückt vor Sorgen. Daran habt ihr wohl nicht gedacht. Meiner Lebtage ist mir das noch nicht... Aber Mom... Jetzt geht raus und entgnomt den Garten. Ich habe erst mal genug von euch. Außer dir natürlich, Harry. Du kannst nichts dafür. Ja, moin, ja. Harry Potter. Hast du unseren Garten mit Mary zu entgnomen, Harry? Ich weiß nicht, Ron. Ich habe so viel Zeit mit den Dursleys verbracht, bin wohl ein wenig eingerostet. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet, Leute. Oh, was haben wir denn da? Oh, da muss man mit dem Hammer so draufhauen, oder? Versuch dich mal mit Flipendo. Ah, cool, guck mal, so kann man sich das jetzt auch in der Nahperspektive alles anschauen. Interessant, interessant. Konnte man, glaube ich, auch schon im ersten Teil. Ich habe es nur nicht gerafft, Leute. Upsi, stupsi, genau. Visieren geht wieder hier auf R1 ist das. Wir können ja mal versuchen... Flipendo! Hä? Wenn du mal die Magie des zweiten Schuljahres gelernt hast, klappt das schon. Okay, kann man das nicht ein bisschen aufladen? Flipendo! Wenn ich ein paar Zauber des zweiten Schuljahres lerne, dann sollte ich den Anzeiger bis ganz oben kriegen. Vielleicht kann ich mit den Zaubersprüchen des zweiten Schuljahres den Anzeiger bis nach oben bringen. Ja, wir müssen also ins zweite Schuljahr, um den Anzeiger bis ganz nach oben zu bringen. Interessante Sache. Gut, ist also noch nicht möglich. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir haben da so einen Poller, den haben sie wahrscheinlich stockbesoffen irgendwo von der Straße geklaut. So, und ansonsten ist hier gar nicht mal so viel los. Wir haben hier an der Seite Fred und George. Hallöchen, ihr beiden. Flipendo das Glas, Harry. Ach so, das Glas da. Ja, machen wir doch mal direkt, Leute. Flipendo! Flipendo! Das war umwerfend, Harry. Oh. Weißt du, Harry, du kannst Flipendo auf viele Sachen anwenden, die im Fuchsbau rumliegen. Und manchmal stößt du dabei noch auf Überraschung. Aha, Überraschungen, so.
Tipp, das blinkende Icon in der Bildschirmecke ist dein Erinner mich. Du kannst jederzeit darauf zugreifen, indem du die Select-Taste drückst. Wenn es blinkt, hast du eine neue Aufgabe. Schau doch mal nach. Ja, können wir eigentlich mal. Wir drücken mal hier wieder auf Select und da haben wir unsere Aufgaben. Triff Ron, Fred und George in der Scheune. Ja, also das Menü ist ähnlich aufgebaut wie beim ersten Teil. Würde sogar sagen, ein bisschen aufgeräumter. Oder halt simpler, weil wie gesagt, das Spiel ist älter als der erste Teil, den wir zuletzt gespielt haben hier auf dem Kanal. Dann haben wir hier eine Karte. Gut, im Fuchsbau kann man sich wahrscheinlich noch nicht so leicht verirren. So, ein Inventar ist natürlich auch am Start. Genau der gleiche Aufbau wie beim letzten Mal. Ah, und diesmal wird auch meine Begrenzung der Bertiebots-Bohnen angezeigt. 50 Stück kann ich aktuell sammeln. Ich hoffe, das kann man auch nochmal aufwerten. Dann haben wir hier unsere verschiedenen Quests. Es wird wieder ein Folio Magi geben mit Schokofroschkarten, Tierwesen und so weiter und so fort. Und wir haben noch hier ein Schulunterlagenbuch, okay. Ah, da sehen wir unsere Hauspunkte und eine Note. Interessant. Ringe, Note. Ah, ich glaube... Ah, okay, das hat jetzt hier nun was mit Quidditch zu tun. Also ich glaube, die verschiedenen Unterrichtsfächer werden hier bewertet und die Hauspunkte und alles, was mit Quidditch zu tun hat. Ja, interessant, Leute. Interessant. Genau, dann hier wieder die Aufgaben. Ja gut, das ist ähnlich wie beim letzten Mal. Bertiebots Bohnen findest du an allen möglichen Orten. Du kannst sie verwenden, um mit Fred und George zu handeln, wenn du in Hogwarts bist. Okay, ja, auch das kennen wir ja zu Genüge aus dem letzten Teil. Gut, ansonsten können wir hier, denke ich mal, nichts machen. Ja, der Fort Anglia sieht ein bisschen gehimmelt aus. Also wenn Arthur nachher nach Hause kommt, dann kriegen wir erstmal dick die Ohren angezogen. Ach, was erzähle ich da, Leute? Harry natürlich nicht, denn er ist ja hier der Junge, der Überlebte. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen witzig mit Molly. Hier sind überall Gnomen. Schau, sie sind in den Dachsparren. Okay, Harry, ziele auf die kleinen Schädlinge und flipendo sie runter. Witzig, Alter. Flipendo sie runter. Ja, dann machen wir das doch mal. Flipendo! Flipendo! Hä? Hä, lol, als ob ich diese Säcke da kaputt machen kann. Flipendo! Hä? Okay, da oben liegt übrigens auch eine Schokofrosch... Oh, da kriegen wir Bertiebots Bohnen raus. Da liegt eine Schokofroschkarte, also irgendwie müssen wir nach da oben kommen. Flipendo! Ich glaube, ich hätte mal eben gerade ganz kurz versuchen, die Dinger da kaputt zu machen, bevor ich die Gnome da runterhole. Weil die bringen mir offensichtlich, ja, Bertiebots Bohnen. Und die brauchen wir natürlich auch, um unser Folio Magia, also sprich unsere Schokofroschkarten zu vervollständigen. Ah, Mist, jetzt kann ich da oben aber nichts mehr anvisieren. Das war gut, Harry. Jetzt sind die kleinen Nervensägen gewarnt. Ja, gewarnt sind sie, aber wie komme ich an die restlichen Bertiebots Bohnen und wie komme ich an die Schokofroschkarte da oben? Lasst uns hier mal umschauen. Also wir sind hier in Arthur Weasleys Garage, was man hier eventuell auch an dem ganzen Zeug erkennen kann. Wir haben hier kleinere Federn, da Reifen, Fässer, noch mehr Federn. Was macht er mit den ganzen Federn? Eine fette Säge? Ist das hier Muggel-Hobbykeller oder ein Folterkeller? Ach, wie süß! Ach, guckt mal, Leute, ein Easter Egg. Das kleine Quietsche-Entchen ist dabei. Sie haben dran gedacht. Ach, das ist ja niedlich. Ach, das ist mega cute, Leute, oder? Mal, komm, da kann man doch mal einen Daumen nach oben für da lassen, für dieses kleine Quietsche-Entchen. Das ist ja mal mega süß. So, da haben wir Werkzeugkoffer, die... Flipendo! Oh, mir Bertiebots Bohnen geben. Leider nur einmal. Interessant. Ist das so ein kleines Gimmick, dass die Dinge, die man verzaubern kann, sich bewegen? Hat das was damit zu tun? Vielleicht sollte ich in den Scheunenhof gehen. Ja, sollte ich, aber ich will auch da oben an die Schokofroschkarte. Jetzt mal ehrlich, wie komme ich denn da hin? Können wir da überhaupt hin, ist die Frage. Oh Mann, die tanzt da so fröhlich vor sich hin. Ich will da hin, kann ich hüpfen irgendwie? Was dort draußen ist. Also noch anscheinend nicht. Genau, hier können wir wieder ranzoomen. Nee, okay, komm, dann gehen wir erstmal raus. Vielleicht kann ich die später einsammeln. Harry, wir möchten dir unsere Waschmaschine vorstellen. Freundlich. Dad hat versucht, sie zu verzaubern. Aber jetzt ist sie alles andere als zauberhaft. Gute Gelegenheit, sich im Zaubererduell zu üben. Zaubererduell? Beweg dich um sie rum und flipendo die Tür, wenn sie sich öffnet. Alter, die reden so schnell hintereinander. Warte, was? Ich kämpfe jetzt hier original gegen eine Spülmaschine? Oder Waschmaschine? Ich kann den Unterschied nicht immer so direkt erkennen, Leute. Für mich ist eine Spülmaschine eine Waschmaschine. Ich flipendo sie. Einfach jetzt weg. Okay, alles klar. Nein, nicht da, Harry.
Das Anvisieren hatten wir schon in den letzten Jahr gelernt. Au! Das hat aber wehgetan. Oh, ich habe jetzt eine richtige Lebensanzeige. Cool. Boing. Okay, irgendwas mache ich falsch. Vorhin hat die Leben verloren, aber... Ach so, wenn das Ding offen ist wahrscheinlich. Okay, jetzt war es gerade zu. Versuch's nochmal. Das hittet sie nicht. Ah, das Ding greift mich wieder an. Komm, mach mal deinen Schlund auf. Boing. Oh ja, das hat gehittet. Okay, wenn das Ding offen ist, dann... die Spülmaschine greift mich an. Und ihr drei, was macht ihr drei da eigentlich in der Ecke? Könnt ihr nicht mal helfen hier eventuell? Das wäre wirklich freundlich. Boing. Ja, Afa wird mich richtig hassen. Ich mache einfach all seine Erfindungen hier kaputt. So viel zum Thema Muggelabwehr und so. Die raffen das so sofort, wenn die sehen. Die würde ich gerne in Tante Petunias Küche erleben. Mir scheint, du könntest einen Schokofrosch gebrauchen. Ja, durchaus. Verwende Flipendo auf den Frosch, bevor du ihn fangen kannst. Okay, lasst uns Gnomen werfen gehen. Ja, das war eindeutig Ron. Ihr wart alle dabei, Leute. Fred und George werden mir, denke ich, die Deckung halten. Hoffentlich. Okay. Und dahin, oh, da haben wir noch ein Quietscheentchen. Ah, das ist ja so cool, dass hier auf das geachtet wurde. Ah, meine Theorie stimmt auch. Seht mal her. Alles, was sich bewegt... Richtig, Potter. Alles, was sich bewegt, ist mit irgendwelchen Dingen... verbunden. Also, da kommen versteckte Bohnen raus oder anscheinend hier auch gerade ein Kesselkuchen. Das war es aber schon wieder. Ich muss sagen, hier und da hat man ein paar kleinere Grafikbugs entdeckt. Habt ihr vielleicht auch schon im Hintergrund gesehen, gerade hier auch auf der Mauer. Da sah man gerade auch, da, guck mal da oben, da buggt es so ein bisschen rum. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht zu häufig passiert. So, wir müssen jetzt Flipendo auf den Schokofrosch zaubern. Boing. Und dann können wir ihn einsammeln. Ach, das ist ja cool. Das war beim ersten Teil auch noch nicht der Fall. Aber warum, frage ich mich, weil wie gesagt, der Teil war ja, wurde ja später erst gemacht. Haben sich dann gedacht, nee, das war ein blödes Feature, oder? Wollten sie den Anschein erwecken, dass das hier irgendwie neuer ist, das Spiel, mit neuen Funktionen. Und dann haben sie die einfach für den nächsten Teil weggenommen, obwohl... Wir müssen uns mit dem Gnomen beeilen. Mom regt sich nur auf, wenn sie noch Gnomen im Garten findet. Schau, da drüben ist einer. Du musst sie mit Flipendo belegen, bis sie verwirrt sind. Wow. Das muss ich ausprobieren. Muss ich das? Schnappst du sie und schwingst sie durch die Luft. Ich nenne das ja Tierquälerei, aber was weiß ich schon. Guter Wurf, Fred. Kilometer weit. Wahrscheinlich Kilometer weit. Sind die 125 Meter oder Zentimeter? Das ist hier die Frage. Flipendo! Boing. So, dann wollen wir mal, Leute. Meinen Rekord brichst du nie. Das war nicht so gut, oder? Hä? Hat das gar nicht mal gezählt? Komm her, du kleiner Kerl. Muss dich noch weiter werfen. Muss es mehr aufladen, oder? Aber ich habe die Zielscheibe eigentlich fast getroffen. 89 ist noch nicht so das Wahre. Na gut, ist jetzt einer von euch dran oder muss ich das jetzt so lange machen, bis ich deine 125 überboten habe? Rudi! Es gibt viele Gegenstände hier, die Dinge enthalten und freigeben, die für dein weiteres Abenteuer wichtig sein könnten. Wenn sie von Flipendo getroffen werden. Punkt. Das kann alles sein. Von Bertiebots Bohnen zu Kesselkuchen, die die Gesundheitsanzeige aufpäppeln. Ja, das haben wir ja bereits rausgefunden, auch schon durch den letzten Teil. Ich hoffe mal, dass sie in diesem Teil nicht so oft verbuggt irgendwo drin hängen werden. Das war nicht beim letzten Mal schon ein bisschen nervig. Oh, Kollege. Nein, 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 liegen bleiben. Schön liegen bleiben. Nein. So, komm mal her. Dich nehmen wir. Und jetzt schmeiß ich dich durch die Gegend, mein Lieber. Ich muss warten, bis das rot ist, ne? Ja. Aua. Hey, du Fischkopf. Sei mal nicht so aggro. Hallo, Harry, treffen. Wer meine... Oh, da warte, da kriegen wir noch Bohnen und einen Kesselkuchen raus. Den nehme ich gerne. Flipendo! Oh, Alter, der hat mich direkt mit einer Kopfnuss angegriffen. Der spinnt ja wohl. Der war besser. Und ich habe sogar getroffen. Oh, das gibt eine Schokofroschkarte. Oh, wie nice, meine allererste Schokofroschkarte in diesem Spiel. Eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer für meine Sammlung. Oh, ne, bitte ist das nicht jedes Mal der Satz, den er sagt, wenn das passiert.
Letztes Mal war es nur eine Bildkarte. Und jetzt eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer, die du zusammen... Ja. Es gibt 101 Bildkarten. Ja, nice. Wen haben wir denn? Merlin? Als ob. Wird das vorgelesen? Hallo? Bist du jetzt im Erinner mich? Schalte... Okay, alles klar. Hä? Okay. Oh nee, das wird hier gar nicht vorgelesen. Berühmtester Zauberer aller Zeiten, Currywurst Pommes Ahoy, auch Prinz der Magier genannt, gehörte zum Hof von König Artus. Ja, das wissen wir, Leute. Merlin wurde ja auch kanonisch gemacht. Upsala, da bin ich wieder ein bisschen zu voreilig gewesen. So, jetzt aber. Gut, also ich habe zumindest die Taktik raus, aber ich muss versuchen... Flipendo. Oh nein, nicht Ron abschießen, Harry. Au, ach Mann. Gib mir nicht immer eine Kopfnuss, das ist nicht freundlich. So. Und dann stellen wir uns mal hier hin. Das war auch nicht gut. Egal, sie verlieren langsam, aber sicher Leben. Aber das sollte gar nicht mein Anspruch hier sein. Ich... Ey, komm her. Nein, 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 nein. Das war knapp, Leute. Der wollte mir gerade schon wieder eine Kopfnuss geben. Ich hab's genau gesehen. Oh, Manno. Versuch's nochmal. Ich hab den Wink noch nicht so ganz raus. Kommt mal her, ihr Kleinen. Nein, nein, nein. Oh. Dafür schmeiße ich dich jetzt durch die Gegend, Freundchen. Naja, man muss auch gucken, dass es dann rot ist wahrscheinlich, ne? Damit es funktioniert. Aber egal, gut, wir haben es jetzt geschafft. Ich hätte wahrscheinlich eine zweite noch bekommen können. Ein wichtiger und langer Tag morgen. Winkelgasse, Gleis 9, 3 Viertel. Für jemanden, der noch nie zuvor entgnomt hat, hast du es wirklich gut gemacht, Harry. Fast so gut wie Gilderoy Lockhart. Danke, Mrs. Weasley. Alter, wie die das ausgesprochen hat. Gilderoy Lockhart. Oh. Das war schon cringe. Wenn du alle Aufgaben eines Tages erledigt hast, erscheint die Option Schlafen gehen in Erinner mich. Jetzt kannst du diese Welt weiter erforschen oder du legst dich schlafen und das Abenteuer des nächsten Tages beginnt. Ja, Leute, das kennen wir ja auch schon zu Genüge. Gibt's jetzt hier eventuell noch den ein oder anderen Gnom, den ich wild durch die Gegend schmeißen? Ah, ich werde also nicht aufgehalten. Ich kann es wirklich weiterhin versuchen. Flipendo! Treibt ihr da in dem Gebüsch? Rudi, das sah falsch aus. So, komm mal her. Ich will noch diesen komischen Haufen da treffen. Aber nicht so. Du musst schon noch besser werden, Harry. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich achte jetzt nur darauf, dass es rot ist, Leute. So, lass mich mal durch hier. So, grün. Nee, das war ja gar nichts. Okay, da muss es wohl grün sein. Der wurde ja gerade nicht mal gezählt. Wo seid ihr? Hallo? Oh Mann, oh, der visiert ihn nicht an. Komm jetzt her. So. Oh nee, die nehmen ja auch Stuff weg. So, komm mal her jetzt. Also grün muss es sein, Leute. Okay, das war schon besser. Hä, aber wie hat denn Fred 125 geworfen? Oh. Entschuldigung, Upsi. Ich kann die ja wirklich treffen. Na, wenn das so ist, Leute, das hätten die mir auch früher sagen können. Dann hätte ich Ron schon längst abgeworfen. Der war voll gut, aber ja. Warum war der denn trotzdem nur eine 74? Hä, dann war ich ja mit meinen 85 am Anfang gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ach Manu, ich will das Ding da hinten treffen. Okay, Leute, ich raff es nicht so ganz, aber... Flipendo! Ist das geil? Ich liebe das Spiel jetzt schon. Okay, es hat jetzt schon den ersten Platz in meinen Lieblings-Harry Potter-Spielen eingenommen. Allein durch dieses Feature, Leute. Das ist ja mal legendär. Naja, gut. Aber ich würde sagen, kommen wir langsam Richtung Ende der ersten Folge. Ich wollte sie noch ein bisschen entspannter halten. Wir werden, ja, geh mir doch aus dem Weg, Brudi. Ich werde jetzt noch mal kurz 3 Würfel probieren. Und dann... würde ich sagen, belassen wir es für die heutige Folge. Als kleinen Einstieg finde ich das doch so schon ganz in Ordnung. Und dann bin ich schon gespannt, wie es in den nächsten Parts weitergeht, wenn wir dann nach Hogwarts kommen. Und
ja, wie das Spiel ansonsten so aufgebaut ist und was dieses Argument rechtfertigt, dass es eines der besten Harry Potter Spiele überhaupt sein soll. Wenn du dich zu viel drehst, wird dir schwindelig. Okay, ich muss... Upsala. Ich glaube, jetzt habe ich gerade die Taktik rausgefunden. Ich muss einfach... Aua, länger drücken! Ach Leute, bitte, greift mich nicht die ganze Zeit an. Das ist nicht nett. Okay, jetzt aber, Leute. Das war gut. Das war aber immer noch nur eine 94. Okay, aber jetzt habe ich zumindest den... Technik dahinter rausbekommen. Jetzt, Leute, jetzt wird's klappen. Sehr gut. Hä? Hä, die wollen mir erzählen, dass es... Oder habe ich nicht getroffen? Naja, es muss ja wahrscheinlich die Zielscheibe treffen, ne? Oh, dann war das richtig knapp gerade. Das war ein bisschen daneben, aber trotzdem schon mal nur 107. Das ist mein weitester Wurf bisher gewesen. Komm mal her, Kleiner. So, jetzt aber. Das muss doch... Ich habe sogar über das Ding geworfen. Ja, ich habe zumindest überboten. Und dafür kriege ich auch noch eine Schokofroschkarte. Sehr geil. Das hat sich doch nochmal gelohnt, Leute. Eine Weltkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, was ist eigentlich euer persönlicher Rekord an alle, die das Spiel schon gespielt haben oder vielleicht sogar zeitgleich mit mir spielen. Macht es gerne auch. Ich bin gespannt, wie ihr da so abschneidet. Und ja, lasst mal wahrheitsgemäß in den Kommentaren da, was euer Wurfrekord war. Ich denke mal nicht, dass ich da jetzt besonders gut unterwegs bin, weil, naja, nur 2 Punkte über der Vorgabe zu sein, ist, glaube ich, nicht das, was man gut nennen kann. Aber ich mache jetzt nur einen Wurf geradeaus und gucke mal, ob das... Nee, das war ja richtig lame. Das war ein böser Wurf. Okay, noch ein Wurf, Leute. Sorry, es macht ein bisschen süchtig. Aua! Aber gleich bin ich eh tot. Ich will nicht durch Gnome sterben, vor allem nicht in der ersten Aufgabe. Hä? Wenn du alle Aufgaben... Ja, das weiß ich doch schon. Ich will doch... Aua! Oh, Mann! So, letzter Versuch, Leute. Komm her, Kleiner. So. Und jetzt der ultimative Wurf. Moin! Sehr geil! 131, das ist jetzt also mein Rekord. Ich bin gespannt. Au! Oh. So viel zum Thema, ich will nicht in der ersten Folge sterben. Ja gut, Leute, ich bin gespannt, was ihr von dem Spiel bisher haltet. Auch wenn man das wahrscheinlich noch nicht so genau sagen kann. Aber ich freue mich sehr, diese Reise mit euch hier wieder auf dem Kanal gemeinsam zu erleben. Die Folgen werden genauso kommen wie beim ersten Teil auch schon. Sprich immer montags, mittwochs, freitags und sonntags um 16 Uhr lade ich euch ein hier in die Welt von Harry Potter und die Kammer des Schreckens für die PlayStation 2. Ich freue mich riesig und ja, würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und bis dann. Ciao, Leute.